Ja, hallo meine Freunde. Ich bin mal wieder auf meiner kleinen Rundtour hier an meinem Schwimmbecken oder besser gesagt an meinem Kanal. Jetzt gerade im Moment hier in der Höhe vom Kraftwerk in Lünen. Es ist Freitag irgendwas 16 Uhr schätze ich mal. Sind noch fleißig am Arbeiten da hinten und entladen noch einen Kohlefrachter. Und jetzt sagt mein Akku gerade, er ist gleich am Ende. Ich wollte euch mal noch was richtig Schönes, Geiles zeigen. Und zwar da hinten, dieser komische Haken. Schwer so drauf zu kriegen. Aber ich versuche es mal einfach. So. Das ist, ich zoome ihn mal ran. Kriege ich nicht mehr gezoomt. Schade. Akku ist gleich leer. Okay, da hinten der Kran, der lieb ja. Ein Riesenbomber, Kettenkran. Da muss also hier in den nächsten Tagen, Wochen irgendwas Aktives passieren, sonst würden sie das Teil hier nicht am Hafen aufstellen. Ja, ich werde das mal alles im Auge behalten. Wir haben ja auch schon bald Weihnachten. So, jetzt lasse ich das Ding so lange laufen, bis der Akku leer ist. Oder besser gesagt, mir gleich die Hände abfahren, da ich hier gerade mein Stativ quer in der Hand halte. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Ja, also hier ist meine rechte Hand gewesen. So, da ist der Bagger. Und zwar die Riga Mainz heißt der. Werde ich nachher mal nachgoogeln. Riga Mainz, ein Riesen. Zweiarmiger Kran von Liebherr. Riesenketten. Ja, und da raucht wieder mein Kopf, wie gehabt. Der dampft 24 Stunden am Tag. Gut, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, alles Gute. Norbert vom Kanal. Da, wo die Sonne scheint und heute schon die Lichter angehen. Bis dann. Ciao, ciao.